Die Grünen spricht der Abgeordnete Glocke. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, großes Kino. Seit einigen Wochen Sommertheater, es wird direkt im Herbst fortgesetzt. Und deswegen diskutieren wir ja heute darüber. Herr Laschet, ich habe bei Ihrer Bemerkung, die Sie eben zu Frau Kraft gesagt haben, Frau Kraft sollte so kämpfen in Nordrhein-Westfalen, wie das Herr Seehofer tut. Ich habe bei der ganzen Debatte momentan den Eindruck, Herr Seehofer kämpft vor allem um eins, nämlich um seinen Kopf bei der ganzen Diskussion. Weil er das groß zum Thema gemacht hat im Bundestagswahlkampf, das war das große CSU-Thema. Damit hat er versucht, die AfD zurückzudrängen im Wahlkampf. Die Ausländer sollen jetzt auch in Bayern bezahlen. Das hat er zum Thema gemacht im Wahlkampf. Das musste unbedingt in den Koalitionsvertrag. Und man hatte sich ja so eingemauert schon im ganzen Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen. Wenn Maut, dann nur aus für ausländische Pkw. Die Deutschen sollen entsprechend entlastet werden. Und es soll EU-kompatibel oder EU-rechtskonform sein. Das ist entsprechend festgelegt worden. Es war von Anfang an klar, dass das nicht auf die Reihe so kommen könnte, wie das entsprechend geplant ist. Das Interessante ist doch, wir haben das am Montag im Spiegel gelesen, dass es schon Diskussionen gibt im Kabinett, wenn es denn zu Strafzahlungen an die EU kommt, weil eben dieses entsprechende Gesetz nicht EU-kompatibel ist, dann soll das aus dem Verkehrsetat genommen werden. So weit sind wir mittlerweile in der Diskussion schon. Also noch weniger Geld im Verkehrsbereich. Warum haben wir einen eigenen Antrag heute vorgelegt? Warum beschließt man das hier nicht gemeinsam mit CDU und FDP? Es gibt Gemeinsamkeiten in der Stoßrichtung, definitiv. Es gibt eine klare Gemeinsamkeit, dass wir diese Dobrindt-Pläne zu einer Ausländer-Pkw-Maut klar ablehnen. Das ist auch ein Signal heute, was aus der Debatte alle gemeinsamen Fraktionen, CDU, FDP, Grüne und SPD. Nur was die Oppositionsfraktionen absolut schuldig bleiben, und Kollege Lindner, das haben Sie in Ihrer Rede eben deutlich unter Beweis gestellt. Sie haben keine einzige Idee hier vorgestellt, keine einzige Idee, wie die Unterfinanzierung bei der Infrastruktursanierung in den nächsten Jahren finanziert werden soll. Wie sollen die 7,2 Milliarden, die die Bodewig-Kommission parteiübergreifend 16:0, schwarze Verkehrsminister, grüne Verkehrsminister, rote Verkehrsminister, sogar ein Gelber aus Hessen war auch noch mit dabei. Wie sollen die 7,2 Milliarden Euro zusammenkommen? Da haben Sie aus dem Bundeshaushalt. Ja, das ist ja, also geht es noch allgemeiner und geht es noch plakativer. Das ist ja noch allgemeiner. Das ist ja noch allgemeiner als das, was Ihr Kollege Rasche sagt. Der hatte ja immerhin den Vorschlag, es soll aus den 53 Milliarden kommen, die heute mit der Mineralölsteuer eingenommen werden. Wenn es im Bundeshaushalt massive Möglichkeiten zum Umschichten geben würde, in dieser Größenordnung, dann muss man CDU und SPD fragen, warum werden sie nicht angegangen? Ich habe den Eindruck, die Große Koalition in Berlin hat sich eingemauert in einer Debatte. Schwarze Null auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine klare Absage an Steuererhöhungen. Man muss doch hier bei dieser Debatte feststellen, es geht um die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Und ich frage mich bei der ganzen Diskussion, warum so wenige von den großen Wirtschaftsverbänden hier nicht Druck machen und sagen, Große Koalition, Verkehrswege, die so ruiniert werden und so ruiniert sind, wie das heutzutage der Fall ist, das ist eine klare Gefahr für den Wirtschaftsstandort unseres Landes. Ich meine, bei einer rot-grünen Bundesregierung, die so handeln würde, wäre das wahrscheinlich täglich Tagesschau-Thema gewesen. Große Koalition, große Mehrheiten, die CDU mal wieder in der Regierung. Man fragt sich, warum die Wirtschaftsverbände bei dieser entscheidenden und zentralen Frage so ruhig sind und nicht entsprechend mehr Druck machen. Das Ärgerliche an der Diskussion ist doch, dass die Bodewig und deren Kommission einen klaren Finanzierungsfahrplan aufgemacht hat. Nicht für die 7,2 Milliarden, da hat Herr Lindner recht, aber immerhin für gut 5 Milliarden, die über eine schrittweise Ausweitung der Lkw-Maut zusammenkommen können, pro Jahr. Und ist es richtig, dass natürlich bei der Spediteurswirtschaft und bei der Wirtschaft grundsätzlich keine große Begeisterung aufkommen würde, wenn hier entsprechend mehr gezahlt werden soll. Aber bei den Diskussionen, die wir mit Spediteuren hatten,
war die klare Ansage, wir wissen, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Aber dann soll es auch 1:1 in die Infrastruktur gesteckt werden, mit überjährigen Fonds, mit einer klaren Finanzierungsperspektive. Wenn wir vernünftige Straßen und Brücken in den nächsten Jahren bekommen, dann sind wir auch bereit, entsprechend mehr bei der Maut zu zahlen. Und das müsste doch jetzt entsprechend auch umgesetzt werden. Und da fragt man sich aber auch mit Blick auf den GroKo-Koalitionsvertrag, immerhin über ein Jahr jetzt schon am Start, warum passiert hier gar nichts? Die Schrittigkeit ist doch ganz klar. Man könnte eine schrittweise Ausweitung erst ab 7,5 Tonnen machen, danach ab 3,5 Tonnen. Es passiert entsprechend nichts. Stattdessen, und das hat der Kollege Ott eben angesprochen, läuft im Hintergrund schon eine ganz andere Diskussion. Es läuft die Diskussion um die Privatisierung unserer Straßeninfrastruktur über ÖPP-Projekte. Und da muss man klar sagen, es ist nicht nur der Bundesfinanzminister, sondern es ist auch der Bundeswirtschaftsminister aus Reihen der SPD, der diese Debatte hier mit anstößt auf Bundesebene. Und es ist richtig, und da würde ich mir natürlich entsprechendes Engagement von den SPD-Kollegen hier in Berlin wünschen, es ist richtig, dass der Bundesrechnungshof doch ganz klar gemacht hat, dass es letztlich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler immer teurer kommt, wenn ÖPP-Projekte entsprechend umgesetzt werden. Hier gibt es entsprechend klare Berichte und ich kann nur davor warnen, in diese Richtung zu gehen. Wir müssen aus öffentlichen Mitteln die Sanierung unserer Verkehrsinfrastruktur vorantreiben. Wir müssen Finanzierungswege finden, aber wir wollen unsere Straßen und Infrastruktur in Deutschland nicht privatisieren. Sehr geehrter Herr Kollege Klocke, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Ellerbrock? Würde ich zulassen, ja. Danke. Bitte schön, Herr Ellerbrock. Ich bin gespannt, was Herr Ellerbrock zu fragen hat. Herr Kollege, Sie hatten gerade gesagt, der Rechnungshof hätte festgestellt, PPP-Projekte würden immer zulasten des Steuerzahlers gehen. Erstens stimmt das nicht. Er hat an 6 Beispiele gab es, bei 4 meinte man das darstellen zu können, bei 2 sah es anders aus. Also der Begriff immer stimmt schon nicht. Zum Zweiten muss man fragen, welche Projekte auch ausgewählt worden sind. Teilen Sie meine Ansicht, dass es darum geht, zukünftig privates Kapital für öffentliche Aufgaben zu mobilisieren und dass dabei auch die PPP-Problematik einen wichtigen Faktor darstellt? Herr Kollege Ellerbrock, ich korrigiere auf häufig, nicht auf immer. Und diese Einschätzung teile ich nicht. Ich teile nicht die Auffassung, dass PPP-Projekte in dem Zusammenhang eine gute Finanzierungsperspektive sind. Das mag im Einzelfall so sein, das muss entsprechend geprüft werden, aber als zentrale Finanzierungsperspektive sehe ich dies nicht. Lassen Sie mich noch, ich bin ja der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, 2, 3 Aspekte aus ökologischer Sicht sagen. Auch hier versagt die geplante Pkw-Maut ja völlig. Es gibt überhaupt keine ökologische Lenkungswirkung. Es gibt keine Perspektive, beispielsweise verbrauchsarme Fahrzeuge hier steuerlich zu bevorteilen oder verbrauchsstarke Fahrzeuge entsprechend steuerlich stärker einzupreisen. Es geht um eine Vignette, es geht um eine Flatrate in diesem Fall für ausländische Pkw-Fahrer. Es geht überhaupt nicht darum, irgendein ökologisches Signal in die Zukunft zu setzen, dass wir eine verkehrslenkende ökologische Wirkung über eine solche Maut entsprechend auf den Weg bringen können. Ich würde Sie deshalb einladen, nochmal alle Fraktionen, die Anträge liegen entsprechend ja vor. SPD und Grüne haben eine sehr klare Finanzierungsperspektive in ihrem Antrag aufgezeigt. Es gibt Überlegungen oder Absprachen schon zu einer Bundesratsinitiative aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit Baden-Württemberg und Niedersachsen und anderen Ländern, die wir entsprechend einbringen wollen. Das ist die Debatte, die jetzt zu führen ist, eine klare Struktur für eine Ausweitung der Lkw-Maut, eine klare Diskussion, wie diese 7,2 Milliarden zusammenkommen sollen, die ja unstrittig sind. Es geht darum, diesen Mautpopulismus in den nächsten Wochen endlich einzustellen. Und es geht vor allen Dingen nicht darum, wer sich in der Großen Koalition an welcher Stelle durchsetzt, sondern es geht darum, unsere Verkehrswege, die Brücken, die Schienen, die Straßen in den nächsten Jahren endlich vernünftig zu sanieren. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Ich meine, dafür muss öffentliches Geld in die Hand genommen werden. Das ist auch entsprechend vorhanden. Die Konzepte sind vorhanden. Wir haben das in unserem Antrag nochmal zusammengestellt und wir würden Unterstützung hier im Plenum bei allen Fraktionen dafür erwerben. Das wäre ein klares Signal nach Berlin. Lassen Sie uns entsprechend heute einen solchen Beschluss fassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage anschließend zulassen? Das machen wir jetzt einfach, weil Herr Rasch hat sich so früh gemeldet und Sie waren so flott. Der Herr Rasch wird Ihnen noch eine Frage stellen. Dann sind wir durch.
Bitte schön, Herr Rasch. Herr Kollege Glocke, schönen Dank. Stichwort Lkw-Maut. Die SPD hat ja auch schon im Jahre 2002 in der Diskussion und bei der Einführung im Jahre 2003 insbesondere für die Lkw-Maut geworben, dass wir mehr Mittel brauchen und die dann auch in die Infrastruktur fließen. 2005 wurde dann Peer Steinbrück im Bundesfinanzminister und er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass jeder Euro, der bei der Lkw-Maut reinkam, beim Verkehrstitel reduziert wurde. Das heißt, damals hat die Lkw-Maut nicht einen einzigen Euro mehr gebracht, bis heute. Genau diese Systematik schließen Sie in Ihrem Antrag nicht aus, sondern lassen Sie bewusst wieder zu. Da passiert doch nichts, da kommt doch wieder kein Geld mehr rein. Sind Sie nicht der Meinung, wir sollten diesen Antrag von Ihnen zur Finanzierung noch mal ausführlich im Ausschuss diskutieren und hinterher eine gemeinsame Linie finden? Nein, der Meinung bin ich nicht, aber wenn Sie an der Stelle, die Kritik ist ja nicht ganz unberechtigt, einen Änderungsvorschlag, einen konkreten Änderungsvorschlag haben würden, dann würde ich vorschlagen, bringen Sie den doch ein. Ansonsten ist der Antrag sehr detailliert, sehr vernünftig, mit einer sehr klaren Zielrichtung und er geht weit über das hinaus, was hier FDP und CDU vorgelegt haben. Die Grundkritik ist zwar die gleiche, aber bei Ihnen fehlt jegliche Finanzierungsperspektive in dieser Frage. Deswegen können wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Glocke. Und nun spricht für die Fraktion der Piraten Herr Bayer.